Hallo, und das sind wir wieder bei Minecraft Staffel 6, Folge 2. Ja, ich habe jetzt Gunpowder organisiert. Wo habe ich denn das? Habe ich das alles hier reingetan? Genau, 7 Stück mehr habe ich leider nicht gehabt. Sand hatten wir ja noch. Man muss Gunpowder rein tun, Sand rein tun und hier Eisen. Man kann nur ein Eisen rein tun, dann kommt auch ein Eisen raus. Aber wenn man hier 9 rein tut, hat man die Chance, dass mehr rauskommt. Hier sind 9, merkt euch das, und da kann sein, dass man dann mehr rauskommt. Das Ganze wird ja durch unsere Lava hier unten erhitzt. Und hier steigt Temperatur und ab 600 Grad, wie es ja im Buch steht, beziehungsweise hier, bla 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 bla, hier ab 600 Grad startet das Processing. Das Worktable, ne, brauchen wir nicht. Produce Ethanol, brauchen wir auch nicht. Egal, da gucken wir mal, ob ich das richtig gemacht habe. Es wird Nacht, wir gehen schlafen. Spack nicht rum da. Na komm, komm schon. Hä, willst du mich verarschen? Geh schlafen, du. Hondo. Ah, jetzt. Den Eimer brauchen wir vorerst mal nicht. Backpack habe ich mir schon gekräftet. Ich brauche Essen da. So, das brauchen wir noch. Da brauchen wir hier noch ein bisschen Fuel. Jetzt am Anfang werde ich ein paar mehr Folgen aufnehmen. Im Voraus, damit ich da alles habe. So, der hat hier kurz. Wir werden jetzt nochmal. Hier ist hier nichts mehr. Passt zu einem anderen Mod hinschwenken, und deswegen habe ich hier schon Infuse rein. Und zwar Mechanismen. Wir werden diesen Metallic Infuser bauen. Der ist nicht schwer, da brauchen wir ein Osmium. Haben wir Osmium überhaupt schon gefunden? Ja. Ein Osmium, da schmelzen wir schnell durch hier. Ich glaube, alles reicht, oder? Ja, ein Osmium, zwei Öfen, ein bisschen Eisen und Glowstone. Das kriegen wir noch zusammen. So. Eisen haben wir da, Glowstone. Zwei waren das, oder? Ja. Und Cobblestone sollten wir auch haben. Aber nicht für zwei Öfen. Nehmen wir noch ein bisschen mit. So. Dann hier. Zlup. Nochmal. Zweimal. Öfen, das in der Mitte, ne, das war oben unten so. So, so und viermal Eisen müsste es gewesen sein. Genau, den brauchen wir, und dann brauchen wir noch was. Mechanismen. Ist auch ein cooler Mod, der gefällt mir auch sehr gut, deswegen schauen wir mal 593. Ich bin jetzt gespannt, ob ich das richtig reingelegt habe. Wie gesagt, ich fange gerade erst an mit Roter wie Craft. Ich habe mir auch noch nicht wirklich Videos dazu angeschaut. Wahrscheinlich habe ich das eh falsch gemacht. Make Steel. Sammelkammer von der. Ah, Kohle fehlt ja noch. Ah, Trottel, genau, genau. Ich dachte mir noch, irgendwas fehlt, ja. Hallo? Achso. Kohle haben wir. Haben wir überhaupt Kohle? Ja, haben wir. Genau so war das. Ah, der Busch ist auch fertig. Zack, zack. Da war ja noch Kohle im Spiel jetzt. So. Ah, Ende von der Kohle or Coconut. Make Steel, bla bla bla. Gunpowder. Warte. Oben links Gunpowder. Sand in der Top White. Was da Sand? Nee. Keiner weiß. Ich bin zu doof, das zu verstehen, ehrlich gesagt. So, von Cover. In the form of coal. Oh, guck, das ist mir klar. At the left, Gunpowder. At the bottom left.
Jetzt geht's, ja. Okay. Einfach lesen, ja. Das hilft. Bottom bis unten, nicht oben. 9 Stück, nicht vergessen. Wenn der das fertig hat, so, gucken wir mal. Bam, 9 Stück. HSLA-Stil-Ingot ist das. Das ist wieder ganz ein anderes. Das ist nicht das, was das Standard-Stil, sondern ein anderes. Ich weiß gar nicht, kann man daraus eigentlich was anderes aufmachen, außer Rotary-Craft? Nee. Kann man anscheinend nur Rotary-Craft-Sachen machen. So. Achso, auch 9. Na, ja, haben wir kein Glück, hä? Schade. 18 Stück. Ich glaube, das reicht mal fürs Erste. Der bleibt bei 630 nochmal stehen. Gut, dann haben wir das auch schon geschafft. Und hier, Mechanismen sind wir stehen geblieben. Warum sagt ihr denn nichts? Da brauchen wir eine Biogenerator, wo brauchen wir nicht Gas. Heat-Generator wäre eine Möglichkeit. Das ist halt einfach der Generator. Oh, jetzt weiß ich nicht, wie lange ich schon aufnehme. Doof, doof, doof. Egal. Oder wir bauen uns einfach ein... Ja, wie heißt denn der und jetzt? Chemical, Chemical, bla bla bla. Nee, 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 nee. Was? Logistik-Sorter? Nee. So ähnlich schaut er aus. Oder auch nicht. Ich bin ja gerade überlegen. Eigentlich ist es doch scheißegal, was wir bauen. Biogenerator? Nee. Solarzelle können wir auch nicht bauen, weil da brauchen wir einen Metallic Infuse. Den können wir bauen. Heat Generator. Oder Coal Generator heißt der eigentlich. Coole Generator sollte es eigentlich sein. Möchte ich? Gibt's die nicht mehr? Mechanismen. Ich bin doof, ich weiß. Braucht ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr es trotzdem machen. Heat Generator. Solar. Gas. Bio. Advanced Wind. Bla bla, dann schauen wir da nochmal. Ein Witcher-Zimmer, Osmium, Miner, Quasha, Miner. Das ist klar. Teleporter brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch alles noch nicht. Injector, bla bla. Der hat ja Co-Generator geheißen. Das weiß ich. Aber anscheinend bin ich doof oder den gibt's nicht mehr. Oder war das einfach der Heat-Generator, dass der so geheißen hat? Eisen, Osmium, Kupfer. Eisen haben wir, Osmium müssen wir durchschmelzen und Kupfer müssen wir auch noch haben. Ja, ja. Osmium, machen wir mal 5 Stück. Machen wir wieder kein Fuel. So. Kann man das offene Osmium eigentlich hier Grinder stecken? Nee. Güter nicht, geht nicht, geht nicht. Wie viel Kupfer brauchen wir für den Generator? 2. Ein Osmium. Dann macht man hier 2 ab. Ah, okay, da braucht das erst. Lalalala. Da können wir uns den Worktable dann bauen. Den brauchen wir auch, weil gewisse Sachen von Rotary Craft lassen sich nur in diesem gewissen Worktable bauen. Mhm. Also jetzt, ja. Spackrum, hast ja recht. Und was wollte ich denn jetzt reinhauen? Osmium. Dann brauchen wir noch einen Ofen. Dann brauchen wir, was brauchen wir noch alles? Nichts mehr eigentlich, oder? Kannst du nur so? Nee. Holz haben wir eh, ja. Nur das Osmium. Ein Osmium, 2 Kupfer, ein Ofen, glaube ich. 2 Bretter links, rechts. Was war denn unten? Ah, der Ofen war unten und oben war Eisen. Heat-Generator. Ich hoffe, dass der jetzt der richtige ist. Ich stelle ihn einfach mal hier hin. Ei! Der wird mit Lava. Feuerdarschein. Das war nicht der, den ich bauen wollte.
Aber kann man auch nichts machen. Damit müssen wir auch leben. Zinn brauchen wir da einmal. Aluminium, Tin hier. Den grinden wir durch, können wir jetzt gerade nicht. Schlagen können wir auch nicht, wollte ich eigentlich gar nicht, haben mich nur verdrückt. Mal gucken, wenn wir das jetzt... Ich bin mir nicht sicher, wir werden jetzt mal was testen. Ich glaube, irgendwann mal irgendwo gesehen zu haben, dass das klappen müsste. Mit dem Hammer, Shift-Restel kann man abbauen. Und wenn man den jetzt aufbaut, ist hier, passt. Genau das wollte ich haben. Seht ihr das? Ja, mehr Lava. Und wenn man Lava hier drin hat, baut der hier Joule auf. Das heißt, mit der Lava, die hier umliegend ist, macht der Energie nicht viel, aber er macht. Für das, was wir brauchen, wird das vorerst mal reichen. Bauen Enrichment Chamber, den bauen wir hier hin und siehe da, der bekommt Strom. Und schon können wir hier Enriched Iron herstellen, das ist Kohle und Eisen. Oder Charcoal. Ich glaube, Kohle geht auch. Charcoal habe ich jetzt nicht. Eisen habe ich anscheinend auch keins mehr. Da werden wir mal ein bisschen Eisen durchlassen. Da brauchen wir einen neuen Grindstone. Dafür brauchen wir Sticke ist. Ich glaube, der war so. 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 So, ja. Bis wir die ganzen Bauteile haben, die wir brauchen. Schade, dass das nicht funktioniert mit diesen Autonomous Activator Dingsbums Styler. Was gibt denn noch, mit dem man Rechtsklick machen kann? Muss ich mir überlegen, aber da werden wir uns eh gleich bald Abhilfe verschaffen von Mechanism. Und dann Rotary Craft, wenn ich mich da mal ein bisschen durch. So, 6 Stück. Dann kann man die mal hier reinhauen. Putzelt er das noch durch. Oh, da haben wir auch nicht mehr viel Fuel. Machen wir ein bisschen sparsamer umgehen. So da la, so da la. Ich hoffe, wir brauchen jetzt keine Charcoal. Ich hoffe es wirklich. Das heißt, müssen wir Holz durchbrennen und das... Nee, nee, nee. Das will ich jetzt nicht. So, 4, ja. Haben wir auch noch mit rein. 2 haben wir schon. Kohle haben wir. Jetzt gucken wir mal, ob das so klappt. 1, 2. Ah, okay. Carbon hat er dann dran. Der macht auch coole Geräusche, wenn man mal lauter dreht. Ich weiß nicht, wie laut das jetzt für euch ist. Und die Energie, ja, sie reicht nicht ganz, aber man sieht, der produziert ja immer wieder nach. 5 Joule, wir können hier noch eine Lava und hier noch eine Lavaquelle machen. Der produziert ein bisschen mehr. Aber er geht voran, oder? Ja, okay. In der Zwischenzeit können wir wirklich noch ein Eimer Lava holen. Den wir dann hinten da, hier hinten noch dazu machen. Wenn wir gut sind, könnten wir ja... bla 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 bla. Haben wir, wie viel Eisen haben wir jetzt? 5. Gehen wir noch ein bisschen weiter drehen. Dann könnten wir eigentlich kurz überlegen. 2, 4, 6 brauchen wir. Nochmal 4, ja, machen wir die noch fertig. Dann könnten wir 2 Eimer mitnehmen. Und erhalten dadurch dann 2 Lava und doppelt so viel Ausbeute. So, so. Dann 6 brauchen wir, 8 haben wir, das geht sich aus. 2, 3. Nee, warte, doch, ja, warte schon. Weil wir bauen das ja so und den Hammer. Eimer hier, haben wir 2 Eimer. Spitze würde ich mal sagen. Dann gehen wir nochmal. Nee, ja. Jetzt ist die Frage, wo sind wir da eigentlich lang gegangen? Wisst ihr das? Ich glaube hier hinter, ne?
der letzten Folge, wo wir dann direkt an die Lava gekommen sind. Hier ist eine Aura Note. Genau, hier sind wir dann irgendwo runter. Hier haben wir uns hinter dem Baum versteckt, weil da oben der Geist war. Und hier sind wir runter. Zack. Zack. Und dann machen wir Spawn. Ah ja, jetzt müssen wir wieder so weit latschen. Ach du Scheiße. Na ja, latschen wir mal schnell. Ich würde das ja ungern zeigen eigentlich. Nee. Na komm. So. Ah, was ruckelt denn hier rum? Kack Internet akkurat. Ziemlich. Hallo Internet, warum merkst du jetzt? Warum habe ich gerade eine Internetauslastung, eine hohe? Was zieht denn da bei Minecraft gerade so? Bam, bam, da-dam, da-dam. Genau, das sind ja die zwei Berge. So, nehmen wir gleich mit da. Brust, irgendwas. Jetzt müssen wir nur mal testen, wie wir die am besten dann ansetzen. Oh. Könnte man mit diesen Autonomic Activator machen oder so. Die eine Methode. Oder wir setzen sie per Hand mit Q. Oder ein Dropper. Ich glaube, Dropper müsste ja auch in dem Sinne so wie Q machen. Ich glaube, Direwolf hat Dropper benutzt, wenn es mich nicht täuscht. So, irgendwas habe ich da gesehen, hat er da irgendwas gebaut. So genau verfolge ich der Wolf gerade nicht mehr, deswegen weiß ich es nicht. Da gucke ich momentan andere Let's Player. Vollsprachige. So, hier eine. Das sehen wir hier. 10 Schuhe produzieren wir jetzt. Und ein. Hier noch ein. 15. Dann geht jetzt schon mal ein bisschen was weiter hier. Dann kann man hier 1, 2, 1, 2. Ja, jetzt geht die Energie rauf und dann gleich wieder runter. Aber egal, aber wir haben schon mal Energie. Hier, der hat auch schön Grad. Enriched Iron haben wir schon mal. Und das können wir nutzen, um Steel das zu bekommen. Und aus Steel das, wenn wir das hier schmelzen, theoretisch, kriegen wir Stil raus dann. Hier zum Beispiel ein Alloys Smelter oder normales müsste auch gehen. Sonst machen wir das einfach mit den Mimikrieder. Dann geht's auch. Das heißt, wir müssen das eigentlich noch mal reinhauen, wenn ich das gerade so sehe. Bei das Enriched Iron brauchen wir eigentlich für nix sonst, oder? Nee. Mehr geht da nicht. 1, 2. 1, 2, 3, 4 mal. Und dann hier 4 mal. Dann kann er das weiter verarbeiten. Gut, dann würde ich sagen, das war auch für die Folge, glaube ich. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Wie gesagt, schaut vorbei, wenn ihr euch auskennt mit RotorCraft, hilft mir. Schaut in TeamSpeak vorbei. Mikrofon sollte natürlich klar sein. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch wie das macht und mit mir gemeinsam ein wie das machen möchte. Hier auf dem Server. Gut, in diesem Sinne, macht's gut. Lasst ein Like, Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle nötigen Informationen, bevor wieder jeder in die Kommentare beschreibt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.